Es ist keine Überraschung, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra im Dunstkreis der besten Smartphones im Jahr 2023 ist. Doch die Frage stellt sich, warum genau und was sind die wichtigsten Dinge an diesem Smartphone? Genau das verrate ich dir. Wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet? Wir haben gesehen, dass wir in Asien und in den USA den bestmöglichen Prozessor bekommen können für ein Android-Smartphone. Doch in Europa haben wir oft in die Röhre geschaut und haben den hauseigenen Exynos-Prozessor von Samsung bekommen. Das ändert sich jetzt, denn mit dem Snapdragon 8 Gen 2 bekommen wir endlich den schnellsten und besten Prozessor in einem Android-Smartphone für das S23 Ultra hier in Europa. Vorher musstet ihr das Ganze über Umwege importieren, damit ihr dieses Top-Modell bekommt. Denn auch hier ist es kein Geheimnis, dass die Fotoqualität beispielsweise besser gewesen ist, wenn ihr einen Snapdragon-Prozessor besessen habt. Und das ist doch recht traurig, wenn man überlegt, dass der hauseigene Prozessor von Samsung dem gegenüber anderen Herstellern total unterlegen ist und dass man den eigentlich lieber in seinem eigenen Smartphone einbaut. Nun ja, jetzt hat das Ganze endlich ein Ende. Auch bei der Kamera. Nun ja, gibt es kein wirkliches Ende, sondern man arbeitet weiter. Waren wir bis jetzt immer bei 108 Megapixel, bekommen wir jetzt eine 200 Megapixel Kamera. Und ja, auch wenn wir andere Modelle wie das Xiaomi 12T Pro oder auch schon Modelle von Motorola erlebt haben, die diese 200 Megapixel Kamera haben, ist Samsung der erste Hersteller, der hier die gewohnte Top-Qualität liefern kann. Und dabei ist interessant, dass es nicht der Zoom ist, der am Ende überzeugt, sondern es ist das Gesamtpaket der Fotos, ebenso wie die Aufnahmen bei Nacht, die hier nochmal auf ein nächstes Level gehoben werden. Aber auch dabei muss man bedenken, dass es nicht zwingend diese 200 Megapixel Kamera sind, sondern dass auch Samsung extrem viel Wert auf Software legt und dadurch die beste Fotoqualität erreichen möchte. Auch in den Videos werden wir wieder einen nächsten Sprung sehen und das ist schön zu beobachten, dass Samsung hier nicht aufgibt, obwohl sie eigentlich der weltweit größte Smartphone-Hersteller sind. Ach ja, und wenn wir bis jetzt über Hardware gesprochen haben, ist doch eine Hardware ganz interessant und zwar die des Designs. Und das ist nahezu unverändert. Könnte man auf der einen Seite natürlich negativ auslegen, aber wenn man einen Standard hat, der auf dem Markt gut angekommen ist, ist es manchmal auch nicht verkehrt, diesen weiter zu etablieren und damit vielleicht auch zu einer einzigartigen Designsprache zu machen, so dass man immer ein Ultramodell erkennt. Seht ihr das übrigens anders? Schreibt mir eure Meinung speziell zum Design gerne mal unten in die Kommentare. Du bist genervt und gelangweilt, weil dein Smartphone so aussieht wie das von allen anderen auch? Nutze jetzt deine Chance. Mach es unique. Mach es zu deinem Smartphone. Nutze einen der 4 Smartphone-Blogger-Skins. Ja, du hast richtig gehört. 4 Skins sind jetzt exklusiv vom Smartphone-Blogger. Du kannst sie auf all deine Smartphones auftragen und dabei sehen sie cool aus, bekommen einen einzigartigen Look. Nutze also jetzt die Möglichkeit. Du hast Interesse daran und möchtest dein Smartphone so aussehen lassen? Dann schau unten in der Videobeschreibung nach und sichere dir den exklusiven Smartphone-Blogger-Skin. Es scheint mir mittlerweile so eine Art Battle zu sein, dass man immer wieder schaut, wer hat das beste Display, aber auch das hellste Display. Und dabei dürfen wir eins nicht vergessen, es handelt sich dabei um die Helligkeit im Peak. Und diese Peak-Helligkeit kann nur über einen ganz kurzen Moment aufrechterhalten werden, da es ansonsten zu intensiv für den Akku ist und außerdem dadurch Wärme, extreme Wärme entstehen kann. Nichtsdestotrotz versucht Samsung hier mit dem S23 Ultra Apple noch einmal zu überbieten. Das möchte man schaffen, indem man jetzt 2200 Nits im Peak anbietet. Und auch schon beim S22 Ultra lag man mit 1750 Nits schon extrem hoch. Aber jetzt geht man nochmal über diesen 2000er Wert und möchte damit Kunden nochmal auf seine Seite ziehen. Ja, zugegeben, das ist immer... Nun ja, so eine Nuance, aber für den einen oder anderen könnte es doch interessant werden, je nachdem in welcher Umgebung er sich öfters bewegt und deshalb einen großen Wert auf ein helles, intensives Display legt. Und auch mein letzter Top für das S23 Ultra kommt uns bekannt vor, denn Apple hat es, Huawei hat es und logischerweise muss Samsung es auch haben. Die Rede ist von Satellitentelefonie. Ja, uns allen mag das im Moment noch relativ fern sein und wir sagen, hey, wir brauchen das Ganze nicht und es funktioniert auch noch nicht richtig und was soll das Ganze überhaupt? Nichtsdestotrotz setzt Samsung auch auf dieses Feature und möchte Satellitentelefonie anbieten und das natürlich in Notsituationen und die können natürlich immer überall irgendwie eintreten und damit möchte man einen weiteren Helfer im
im Alltag für die Kunden daraus etablieren. Auch wenn wir zum Beispiel bei Apple das Ganze noch gar nicht hier in Deutschland erlebt haben, bin ich optimistisch, dass wir es in Deutschland von Samsung vielleicht wesentlich schneller geliefert bekommen. Und dann bin ich gespannt, wer den Wettstreit am Ende wirklich gewinnt. Jetzt habe ich ziemlich viel über das S23 Ultra gesprochen und mir stellt sich eine Frage: Möchtet ihr es? Habt ihr Bock drauf? Seid ihr überhaupt noch im Samsung-Lager? Schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare, denn ich freue mich immer wieder über den fairen Austausch mit euch. Ich sage wie immer vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.